Hallihallo, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Breakpoint. Letzte Folge haben wir am Ende mit Daigoro gesprochen und müssen nun die Region Infinity absuchen, die Outcasts der Region Infinity evakuieren ihre Ausrüstung, die Computer in den Checkpoints von Sentinelen Infinity beinhalten Dokumente. Das heißt für uns heute, wir müssen Checkpoints klären und ich drohne trotzdem mal, Daddy, auch wenn hier nicht so viele Gegner sein sollten. Naja, es sind ein paar, ja. Also, hallo, grüß euch. Ich ja, bin Daddy, wieder genau, da. Genau, Daddy. Ne? Wir sind hier mitten in einer Aufnahmesession. Ja, ja. So. Okay, Scharfschütze. Und wir müssen erstmal in Deckung gehen, Daddy. Da kommt ein Drohnenflugzeug. Ich bin in Deckung. Wenn ich Drohnen tue, bin ich immer in Deckung. Okay, Tarnung in Brauchlager. Da kommt ein Flugzeug. Mhm. So, und da warten wir natürlich, bis das Teil weg ist. Sonst geraten wir hier unter schweren Beschuss. Nicht nur von Drohnen, sondern auch von Wolves. Wir werden dann regelrecht gejagt. Und deswegen immer schön in Deckung gehen. Genau, wir brauchen jetzt die Wolves nicht. Wir wollen die Mission nicht machen. Ganz genau so ist es. Und darum verkriechen wir uns. Das ist nicht Feigheit, aber wir brauchen ja mehr. Wir brauchen jetzt die Wolves nicht. Scharfschütze ist erledigt. Okay. Ach verdammt. Zweimal vorbeigeschossen, das war schlecht. Sehr gut. Ach, du bist links, ne? Linke Hand, ja? Ja, bin ich. In der letzten Folge habe ich noch so gut geschossen mit dem Scharfschützengewehr. Jetzt gleich mal direkt zweimal vorbeigeschossen. Man merkt also, umso länger man spielt. Ja, dann wird jetzt. Auto? Stealthy machen. Wurscht. Autos sind willkommen. Okay, hätten wir auch. Gut. Kiste, Information und weiter geht's zur nächsten. Oh, Wasserflasche habe ich. Kriegt, brauche ich. Sehr gut. Okay, ich hol die Info oder holst du sie? Ich hab schon. Sehr gut. Bin gerade dabei. So. Kiste haben wir noch. Und neuer weiter Hinweis. Zur nächsten. 2,2 Kilometer. Guck mal, dann nehmen wir gleich mal die Karre, ja, Daddy. Ja, warte, da wäre Kisten. Hast du das schon geholt? Hab ich geholt. Ja, gut. Aber ich muss noch. Moment, da ist noch. Da, jetzt ist er weg, der gelbe Punkt. Gerade war er noch da. Aber Umrahmung habe ich noch, oder ist das ein Bug? Da weiß ich Umrahmung. Das kann sein, dass wir die noch haben. Normal ist der, muss der weg sein. Ne? So, warte, ich nehme das Geschütz. Warte mal, ich lese mal den Auftrag durch. Ja, mach ja. Ungelesene Aufklärungsdateien. Sentinel-Einsatzbefehle. Leutnant, die Aufklärung hat mehrere Outcast-Verstecke in der Region Infinity identifiziert. Der Terrorist Daigoro Ito könnte diese Verstecke nutzen, um der Gefangennahme oder Tötung zu entgehen. Es gibt ein Versteck in der Wohnanlage Polaris im westlichen Teil von Infinity. Wir nehmen an, dass die Outcasts dort Sprengstoff herstellen. Starten Sie schnellstmöglich einen Luftangriff auf diese Position. Erwarten Sie starken Widerstand. Okay. Daigoro ist also Terrorist. Gut, wir fahren jetzt mal die 3 Kilometer zum nächsten Punkt. Ich fahre einfach durch. Genau. Da. Ein Heli haben wir heute gar nicht im Einsatz. Noch nicht. Noch nicht. Ich hoffe, ich komme hier durchs Gestrüpp durch, Daddy. Ich sehe nichts, ich bin im Menü. Achso, gut. Bleib lieber dort. Weil ich suche es rutschen und find's nicht. Oha. Hier fahre ich mal lieber außen vorbei. Ah, da ist. Ah, da muss ich zuerst das nehmen. Okay, 1 Kilometer haben wir schon geschafft. Okay. Super. Ich kann das kontrollierte Rutschen noch nicht nehmen, weil ich muss erst das zwei Sachen im Vorfeld nehmen. Egal. Egal, dann nimmst du das. Ich meine, wir werden jetzt hier noch genug Punkte kriegen. Ich spüre dann eh offline auf Klassen wieder.
Und dann kriege ich wieder ein paar Erfahrungspunkte und dann kann ich das. Da kommt ein Auto. Hey, guck mal, komm Besuch. Ich schau ab. Du gönnst mir überhaupt keinen Spaß. Wir werden gleich Spaß haben. 1,3 Kilometer, dann haben wir wieder richtig Spaß hier. Pam! Ja, so wie du fährst, kann ich nicht schießen, da trifft eh nichts. Richtig. Auf und ab. Ja. Okay. Okay. So. Wie weit haben wir es noch? Ja, nicht mehr so weit. Pam? Ich kann. Ja, 700 oder was? Ich kann das gar nicht lesen, so geht's auf und ab. Ja, 700. Ja. Okay. Hier ist eine Kiste. Ah, da haben wir eine Kiste, ja. Nehmen wir mit und der Info, oder? Nein, nur Fragezeichen war das gut. Ups. Ah, ich muss sagen, ich bin perfekt gefahren. Mhm. Auf und ab, immer wieder. Eine LMG. Und wieder Wasser, super. Ja, LMG ist also eine Waffe, was ich überhaupt nicht brauche. Ich kann damit nicht spielen. Nein, das ist eine Katastrophe. Die verzieht. Ja, für eine Klasse. Bei irgendeiner Klasse muss man mit LMG, glaube ich, oder so. Weiß ja, bei Sanitäter, glaube ich. Oder bei Sturmsoldaten. Ich denke mal irgendwo, eher bei Sturmsoldaten. Ja, da habe ich es halt dann genommen und habe ein bisschen mit LMG geschossen, glaube ich. Das war's dann. Du geht's natürlich auch, ne? Ist der links? Ja. Und Fundstücke, sehr geil. So, raus hier, rein da. Machen wir alles im Schnelldurchlauf. Genau. Spur zu einem Schatz. Spielhölle Teil 3. Okay, cool. Meter ab hier laufen wir. Heli. Okay. Das war knapp. Ah, ja, der ist immer noch da. Ja, der hat uns ja schon entdeckt, der Heli. Er hat dich entdeckt, ja? Der Heli, ja, ja, klar. Na komm. Hab einen Schütze rausgeschossen. Und jetzt geht er down. Ja, ein Dings habe ich einen Pilot erwischt. Sehr nice. Geil, so. Ja, immer erwische ich ihn nicht, das ist ja das. So, dann hol ich mir noch das Loot und dann laufen wir zu unserem eigentlichen Ziel. Also jetzt habt ihr mal gesehen, was wir machen, wenn wir nicht aufnehmen. Ja. Das ist so genial. Eine AK-47. Da oben in dem Gebäude, aber das raucht schon, Daddy. Hier wird ein Luftangriff stattgefunden haben. Wahrscheinlich, hat's ja Kasten, ne? Ja. Das brennt schon dichterloh. Mal gucken, ob wir Daigoro noch lebend finden. Da bin ich auch gespannt. Ich schätze, ich schick mal die Drohne. Wer weiß, was hier oben genau los ist. Schick mal. Ja, Feinde. Alles Feinde hier. Alles Folge, denke mal. Scharfschütze auf dem Dach. Okay, damit haben wir alle. Hier oben geht's noch weiter mit Feinden. Oh Mann. Das wird lustig. Da hast du dann deine Action, Daddy, hier. Da ist einer mit dem Sensor ganz links, ne? Der könnte Verstärkung rufen. Den sehe ich hier von da nicht. Ich sehe ihn.
Ich will jetzt einmal den Scharfschützen und der vor mir da ist mit der Drohne eliminieren und somit sind die einmal weg. So. Ah ja, den hast du jetzt markiert. Ja, ja. Gut, dann kann ich. Ja, habe ich gedacht, ich markiere den mal. Den Scharfschützen nimmst du, ja? Der ist schon weg. Warte, ich markiere noch schnell. Hm? Kann nicht. Kann ich nicht. So. Okay, der Alarm rufen könnte, ist down. So, ich hab 3. Okay, dann los. Die Drohne hat mich entdeckt. Ja. Drohne wäre weg. Und jetzt haben wir ja aufgeflogen, jetzt ist es eh wurscht. Genau, dann gehe ich links rein. Wechsel auf Nahkampf. So, da unten ist alles clear. Okay, ich gehe jetzt noch links hoch und dann. Kiste nehme ich gleich mit. Brauche ich nicht nachher nochmal dumm suchen wieder. Ja. So, ich schau mal, ob ich hier irgendwie hochkomme. Ja, das ist ja. Bin ich da, wo dumm ich gehe, bin ich runtergeflogen. Scheiße, aha. Na, kommt bloß weiter. Hier muss eigentlich einer sein. Okay, der ist unter mir. Da hinten ist einer. Hey, hey, hey! Seid wachsam! Wir haben Gesellschaft! So. Irgendjemand ist hier. Jetzt wird es ernst. Erledigt und einer ist noch unter mir. Und der kommt jetzt wieder nach oben, okay. Ne, von oben, der war über mir, okay. Ah, da ist noch einer. Den hol ich mir, warte. Achso, ja, dann hol dann. Mein Finger ist schnell. Alles gut. So, alles klar. Hätten wir das Gebiet auch. Ah, da ist ein blauer Loot, wo ist der da hinkt? Es ist halt immer gut, wenn du weißt, wo der Gegner steht, ne? Dann passt du deine Taktik automatisch schon an. Ja, darum sind ja die Drohnen wichtig. Mhm. Okay, hier muss aber auch eine Info sein. Ja, das ist aber oberhalb die Info, ja, da oben. Ja, die ist hier drin, glaube ich, im Haus. Oben, ja. Ich hol die mir mal. Ja, hier sitzt eine Frau verängstigt vor der Couch. Ich klaue erstmal hier. Hey. Ich bin auf der Suche nach diesem Ort. Hier finden Sie, wonach Sie suchen. Danke. Passen Sie auf sich auf. Okay. Gut. Gut. Okay, dann gehe ich jetzt schon mal rüber zum Richtung Punkt. Wenn er denn hier auch klettert. Bin auch am Weg, ja. Hier klettert er nicht, hier klettert er, okay. Ja, was dann nachfüllen? Dann füllen wir gerne auch. Genau, gönn dir, Daddy, gönn dir. Nachdem ich noch kein kontrolliertes Rutschen habe, brauche ich Wasser. Da unten liegt jetzt Loot. Ich hole mir jetzt erstmal das Loot da unten. Kann man nochmal? So. Na. Jawoll. Eine LMG, die kann ich aber zerlegen. Die ist lila. Also hast schöne Teile. No. So, wo hast denn du den Weg da aufgefunden? Ich bin an der Seite hochgeklettert. Ja, da bin ich jetzt unter der Terra. Ja, vielleicht kommt. Da geht auch eine Treppe hoch da. Also da drüben geht auch eine Treppe hoch, links von dir. Ja, oder warte, ich muss eh noch mal runter. Ich schau mal, ob ich da raufgekommen bin. Dann nehme ich die Treppe. Ich hab ne Kiste vergessen. Warte mal, ich mach hier noch mal schnell runter. Das ist die Kiste, aha. Ich hab's. So. Das war die, die du vorhin direkt mitgenommen hast. Ah, nein, Blödsinn. Ah, nein, die ist im Haus. Beim gelben Punkt ist noch eine, gell? Ja. Eine Kiste, ja. Da gehen wir jetzt hin. Die brauche ich. Das ist auch die letzte, die ich noch brauche. Und dann haben wir alles. Und dann können wir die Mission hier weitermachen. Richtig. So. Wo ist denn hier der Ortseingangstür?
Hier. Terrassentür ist offen. Tisch umgeschmissen. Hier liegt eine Leiche. Noch eine Leiche, noch eine Leiche. Ach du Scheiße, Daddy, hier ist was los. Ja, da geht's um. Erstmal die Kiste. Weißt du, alles Leichen, wir plündern erstmal. Genau, alles plündern zuerst. Okay. Gut. Durchsuch mal hier mal. Ich durchsuch mal den Computer. Okay, und direkt mal nachschlagen. Akkuprobleme, Baupläne, so. High-Power-Batterie. Also, das sind die Baupläne von Paula Madeira für einen Akku für die Drohnen, für längere Laufzeit quasi. Genau, hier steht's auch. Das sind die Pläne für einen Akku-Prototyp, der von Paula Madeira für Scaltech entwickelt wird. Die Pläne besagen, dass der Akku einen unglaublich hohen Stromertrag hat. Modifiziert könnte er zu einem zerstörerischen Sprengsatz werden. Daigoro baut eine Bombe, Daddy. Mhm. No. Die kleine Ratte. Das ist nicht leibend. Der will auf der einen Seite will er Menschenleben retten, auf der anderen Seite baut er hier eine Bombe. Ja, Witz. Terrorist. So, okay. Also, wie weit ist es? 2,7 Kilometer. Da klauen wir uns wieder irgendwo ein Fahrzeug, würde ich sagen. Ja, da unten ist eins auf dem Feld, glaube ich. Mhm. Ein grüner Loot ist da auch dabei. Haben wir da vorher schon geschossen? Ich habe da vorhin zwei Scharfschützen erledigt. Mhm. Nee, andersrum. Ich habe mit dem Scharfschützengewehr zwei Gegner erledigt. So rum war es richtig. Mhm. Okay, und da hinten steht eine Karre, genau. Kann ich nicht mehr mitnehmen? Gegenstand voll. Okay, naja, macht ja nichts. Ah, ein schöner Jeep, der raucht halt schon ein wenig. Ja, wurscht, aber wir werden ankommen, glaube ich. Ja, ich fahr ja ordentlich. Das hat mir gesehen. Oh, der quietscht schon. Die Stoßdämpfer sind schon ein bisschen durch. Und stottern tut auch schön. Mhm. Oh, wow, wow, das Getriebe ist auch schon. Ja, hin. Ja. Das hört sich gut an. Oh, bitte nicht schießen. Wir haben nichts, wir kaufen nichts. Hi, Freunde! Da unten auch, dann auch noch drei Fußgänger. Hi, Freunde! Ups! Wir sind schon kannst da. Ein bisschen Fiere fahren. Nee, 900 Meter sind's noch. Wir sind noch gar nicht da. Kannst noch, nein. Der rennt uns hinterher, der eine. Oh. Den du an der Straße nicht getötet hast. Der ist sauer. Ja, der ist sauer. Verdächtiges Geräusch, ne? Die haben das Getriebe, ne? Ja, ne, das ist Rexen. Definitiv. So, jetzt komm, kannst es geht na, schon mit dem Fahren, noch, ne? Bisschen noch 300 haben wir noch. Ah, ja, müssen wir ja wieder mit dem Daigoro reden, da müssen wir nur reden, ja, genau. Ja. Da haben wir schon wieder da bei ihm. Ciao! Hast einen schönen Sprung gemacht. So, okay. Geil ausgestiegen. So, da steht er. Wo ist er? Da. Da ist er. Der Mützentyp. Ja, der unfreundliche Typ. Mhm. Jetzt dürfen wir unfreundlich sein. Der baut eine Bombe. Ja. Ist ihm gut? Ist noch alles dran. Ich war in einer Werkstatt. Vielleicht war es ihre? Da gab es Entwürfe, die Paula gezeichnet hat. Dafür ist keine Zeit. Der Sentinel-Trupp hat ein paar unserer Vorräte. Wichtige Vorräte. Ohne sie überleben wir nicht. Bitte helfen Sie uns, sie zurückzuholen und zu unserem Treffpunkt zu bringen. Ja, gut. Aber diese Dokumente behalte ich.
Die Baupläne behalten wir definitiv. Na, Sicherheit. Der baut hier keine Bombe. Ja. Bringen Sie den Laster zu den Outcasts. Na, dann holen wir uns mal schnell den Laster dort. Ja, wieder hin, fahren wir hin, ne? Na klar. Mit dem Laster willst du hinfahren? Nehmen wir ein normales Auto, oder? Nee, komm, los. Ja, gib mir nur das hin, ich ja den Lastwagen. Nehmen wir den Lastwagen. Ja, Mann. Quietscht. Ich fahr querfeld ein mit dem Teil. Genau. Na super, das wird die. Oh. Nein, das ist hinter der Anlage. Muss da mal umfahren. Ja, da fahren wir einmal außen rum. Gucken genau. Uns das Ganze mal an. Well. Ups. Oh, da liegt ein Waffenteil da drin. Ja, da müssen wir noch mal rein irgendwann. Ja, da waren wir ja. Kenne ich denn nicht schon? Die Anlage? Kenne ich denn nicht? Ne, meines, also ich habe ein Fragezeichen dort noch. Aber es gibt ja so viele Anlagen auf ja. dieser Technikinsel. Und so ähnlich ausschauen nämlich. Mhm. Da kommen aber doch gar keine schlechte Idee mit dem Laster her. Ha? Pam! Der hat so viel Power, der rutscht durch auch noch. Wahnsinn. Der zieht ja einfach hoch. Da müssen wir. Den Lastwagen, da ist er. Okay. Ich kann nicht schießen. Wir sollen da schießen. Hoven? Nein. Oh ja, er ist tot. Ja? Ja. Okay. Jetzt schon, nehmen. Gut. Na, das war nicht schlecht. Eine ballert beim ersten Mal ein Dings getötet. Naja, ne? Hier. Brauchen wir ja nichts sagen, professionell. Du musst fahren, ich sitze daneben. Ich muss fahren? Okay. Na klar. Ah, ich kann ja fahren. Ich habe erstmal die Leiche entsorgt, ne? Ja. Fahren wir wieder außen rum, oder? Ja, wurscht. Hallo Freunde. Angel! Hast du wieder einen Zeugen überlassen? Ja, das soll ich sagen, was wir getan haben. Wie brutal wir sind. Ja. Rob am Steuer, Blut am Gemäuer. Oh, jetzt kommt hinter uns ein Auto gefahren. Ich kann überhaupt nicht schießen. Ich kann nur rechts beim Fenster rausschießen. Alles gut. Das ist scheiße. Wir biegen hier sowieso ab. Ja, wir sind eh gleich da, oder? Ich sehe ja nicht die Zahl, ich kann gar nichts sehen. Beifahrer ist scheiße. Ja. Aber wir sind eh schon da. Wir sind eh schon da. Wir tauschen. Das sehe ich jetzt auf der Minimap. Wir tauschen Laster gegen Laster. Genau. So, du kleiner Aufmarsch, jetzt hast du deine Teile. Richtig. Wo zur Hölle ist dieser Schwein Daigoro? Er ist bei der South Cape Whaling Station, um seine Schwester zu treffen. Oh Gott. Was ist los? Keine Sorge, Daigoro wird es noch früh genug erfahren. Ja, genau. Ja. So. Okay, dann war's das für uns heute. Nächste Folge gehen wir zur South Cape Station. Genau. Na? Passt. Gut, schön. Dran geblieben, reingehauen. Liebe Grüße. Ha, euer Breakpoint-Team. Ciao. Tschüss, bitte.